Moje. Guten Morgen aus dem wunderschönen Flachauer Winkel. Heute gehen wir auf den Kraxenkogel, super lässige Skitour, fast ein kleiner Klassiker bei uns daheim. Haben wir schon mal gemacht, vor 2 Jahren. Im Sommer ein paar Mal aufgegangen, der Rupp wollte auch mitgehen, aber wir müssen ihm zu seiner Männergrippe gute Besserung wünschen. Rupp, ich hoffe, du stirbst nicht. Nein, ich gib's auf. Nein. Wurscht. Ja, wie schon gesagt, wir starten da in Flacher Winkel beim Parkplatz weg und gehen da eine relativ lange, reichlich uninteressante Vorstraße rein zur Oberensalm. Man konnte es auch über das Skigebiet gehen, aber dann hast du 2000 Höhenmeter am Dach. Ja, da sind wir jetzt die ersten 2 Kilometer rein und für uns geht es jetzt geradeaus. Und da ist die Krax und der Kraxenkogel. Wir werden von so links das Chor raufgehen. Ja, noch ziemlich weiter Zustieg. Ja, ab da darf man nicht mehr weiterfahren mit dem Rall. Weiter geht's ins Holm, ins Kraxen. Beziehungsweise für uns auf den Kraxenkogel. Wir sind jetzt an da bei den Unterensalmer im wunderschönen Chor. Man sieht schon schön auf den Krax, auf den Kraxenkogel und auch auf den Teil vom Kraxengrat, Bernkogel. Siehst zumindest um und Liebeseck in die Richtung. Schaut euch das einmal an. Da links oben ist übrigens Schücheck, Benzeck, gibt es 2 Videos verlinkt und unsere Tour führt uns da rechts rein, da rauf. Da haben wir noch die Krax und den Kraxenkogel. Ja, wir sind jetzt bei der Ensalm, ca. 6 Kilometer Zustieg daher. 700 Höhenmeter und jetzt geht es ins Enschor rauf. Schaut mal, voll geil ist da. Andi geht Spur rauf. Da darf der Andi angespurt haben aus Bayern. Schönen Gruß, falls er zuschaut. Und für uns geht es jetzt zurück ins Enschor. Und da vorne unser Ziel, Kraxenkogel. Ja, wir sind jetzt bei der Alm herum,
Dann hinten rein geht es ins Enzquar. Da fahren wir aus der Front. Und da wollen wir aufhören um mich. Falls uns noch gefreut, weil irgendwie lässt die Motivation gerade nach. Das heißt, im blödesten Fall hören wir heute im Enzquar auf. Aber je nachdem, schauen wir mal, wie es uns zugefreut. Da unten entspringt die Enz. Rennt nachher durch Salzburg, Steiermark, Oberösterreich bis in die Donau. Und jetzt geht es durchs Enzquar rauf. Also, Ausblick ist ja da einfach genial. Wenn man zurückschaut, Schüchweg, Benzeg und da unten in der Senken kommen wir her, von der Alma. Und das Quar ist halt echt richtig schön weit, bietet viel Platz. Ja, jetzt fangen sie an. Jetzt sind wir am unteren Teil vom Enzquar. Jetzt geht es da so rauf. Wo der Franzi gerade aufgeschlapft. Ja, nach oben zu wird es immer steiler. Spitzkerngelände. Und ganz unten aus dem Quar kommen wir her. Nehmen wir weit. Ja, nehmen wir weit. Dann sind wir oben von dem Enzquar-Ding da. Ah ja, und da geht's wieder rein. Mim, 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 mim. Nach 1150 Höhenmeter sehen wir jetzt das erste Mal die Sonne. Gewaltig. 1150 Höhenmeter. Wusst. Mal eine Schlappe, 3 Stunden brauchst, weil du einfach nur sinnlos viel flach gehst. Und das da wieder zurückgehen darfst. Lauf hin, lauf retour. Juhu! Wir sind jetzt in der Scharten zwischen Bernkorkogel und Kraxenkogel und das ist eigentlich das Stö, wo für viel die Skitour auf dem Kraxenkogel aufhört. Das alpine Highlight kommt aber jetzt erst über den Grat rauf. Ist nicht sonderlich schwer, aber das geht nicht immer, weil viele Wächten drinnen sind und sehr ausgesetzt. Ist nicht ganz ohne. Wer den Grat genauer sich anschauen will, schaut sich das Video Kraxengrat an. Mal ganz genau dokumentiert und der Andi und ich, wir stapfen jetzt rauf und machen aber auch da Skidepot. Es ist für uns trotzdem eine Skitour, aber wir wollen einfach am Grat nicht strafen mit den breiten langen Ski. Aktuell hat sich die Thematik mit dem Grat in Grenzen. So massig viele Wächten sind nicht groß, sind sie jetzt auch nicht, also relativ einfach eigentlich zum Gehen. Franzi, was sagt er? Ja, also von den Verhältnissen her, heute super gut erwischt. Wir haben einen Steigeisenpicke dabei. Ich glaube, wir werden nicht einmal die Steigeisen dabei anziehen. Schaut echt ganz gut aus. Und ja, jetzt seht ihr trotzdem ein paar lässige, spektakuläre Aufnahmen. Viel Spaß damit. Ja. Und auf geht jetzt eben da. So rapidi zappidi zupp. Und dann da um und rapidi zappidi zupp weiter und ja. Rapidi zappidi zupp. Zuck, zuck. Musik.
da hinter mir geht es jetzt noch weiter. Und da wird es dann eher wieder ganz fesch. Wie gesagt, die Wächten ist kaum da bis minimal. Was aber den Grad als Summe, teils du auch relativ schmal werden lässt. Und ein, zwei so Arschlochstühlen sind schon mal dabei gewesen. Der Franz blockt sich da gerade in einer. Das ist nämlich nicht ganz so cool. Naja, schauen wir mal. Endlich wieder da am Praxi. Da geht es jetzt noch mal ein bisschen steiler auf Richtung Gipfel. Gelände durchsetzt. Föß, Großmantner, Schnee. Hitriert ja. Mhm. Ungefähr. Schönes, fesches, lustiges. Mhm. Ach, mit dem dahinter mir machen wir es wieder. Wieder ist er gesagt, ich tue mir eh schon Fame, Lord. Wir machen das ja nur für ein Fame. Was für Fame, Alter? Ja. Für jeden Einzelnen, der da jetzt zuschaut. Das machen wir alles in Wirklichkeit gar nicht für uns, das ist alles nur für euch. Das ist so Schwachsinn. Der redet zu viel Scheiße. Das war es jetzt auch gewesen. Ha, in der Ruppe sein Kreuz steht frei. Der Ruppe ist auch mit uns dabei. Der Ruppe, der Kreuzaufsteher von dem Samuel. Das Wort zum Sonntag, Donnerstag. Also bis heute nicht verstehe, warum man auf dem niedrigen Nebenmugel ein Kreuz aufstellt und auf dem hohen Saumugel nicht. Der Ruhrpolder ist Kreuz aufgestellt. Ah, Gott sei Dank. Na gut, das Einwindige drum da drum, das wird eh irgendwann einmal umfallen. Ah. Ja. Ja, zu Neuen gehen. Und der Franz und ich hat gesagt, wir werden mal die Steigeisen anziehen. Das klingt jetzt sau komisch. Weil auf, wir haben keinen gehabt und alle schon. Das hat einen einfachen Grund, da sind alle wieder steilerne Großmatten, so Großknädeln dazwischen. Die sind entweder zusammengefahren oder nass oder was weiß ich. Und da bist
gescheit abbiegen kannst, du einmal relativ gleich futsch. Rund um den Dummblick, da ist zwar der Kinnig, da war das Hagengebirge, das Dendengebirge, da ist zwar der Dachstein, dann gehst du da so ins Steirische um mich. Und da in Oberdauern. Da ist, was ist das da, ein Zwillingswand und wir? Ja, ein Zwillingswand. Und hoch irgendwas, keine Ahnung, weiß ich jetzt schon wieder nicht mehr. Hochfeind. Hochfeind, genau. Da haben wir das Mosermandel, Salzburger Mandelwand, eine Kugel, Hochalpspitz, eine Kugel. Da war noch ein Sonnenblick, Hochan, Luckner, Wiesbachhorn, den. Und da bin ich gar. Leck, war schon in Geografie gut aufpasst. So ein Blödsinn. Du hast da gleich nur mehr mir genug für Touren gemacht, weil jetzt weißt du auch noch, wie hoch jeder Berg ist. Das weiß ich bis heute nicht, ob mir das so wurscht ist. Jetzt sind wir in der Eisendrei und jetzt geht's runter zum Skidepot. Dann hast du wieder raus aus den Eisen, rein in die Ski und eure Kläschen durchs K, halt sich fest, viel Spaß. Jetzt müssen wir zuerst einmal alle stülpern über den Grat. Dann die 1400 Meter über dem Abgrund. Brutal. Brutal genial. Im Jager Spretschi. Gynäkologen schrien.
schon einmal hin. Da her. Ja, jetzt sind wir gut runtergekommen, Forststraßen, ich glaube 400 Höhenmeter, und machen ein Resümee zur Tour auf dem Kraxenkogel. Anfangen tue ich jetzt gleich einmal mit der Forststraßen. Es ist halt so, dass die immer rammen, nachdem das geschnitten hat, aus welchen Gründen auch immer, da sind die Ager drinnen. Für einen Skitourengeher ist das natürlich nicht, weiß Gott, wie fein, wenn du da eine Grambestraße einmal ewig lang Zustieg hast. Das ist einmal der erste Punkt. Wenn du das aber geschafft hast, dann bist du in einem echt einen coolen Chor. Und wie hat es dir gefallen, Andi? Ja, wie gesagt, die Fahrstraße ist sicher ein Dämpfer, also mit der Grund, warum da drin weniger los ist. Das Enzkar selber ist cool, es ist nicht steil. Bei uns vom Schnee her war es wechselhaft. Wir haben eigentlich war es Triebschnee, wo aber auch der Wind rein war, also mal war es mitpresst, mal war es wach. Dann die Weiterführung auf die Kraxaufe, ja, muss sich jeder selber überlegen. Resümee oder unterm Strich, wenn du nichts Besseres zum tun hast, dann gehst du halt da rauf. Weil es ist wirklich nur das Chor, es ist nur der eine Hang und mehr ist halt auch nicht. Aber es ist ruhig und es ist schön. Also die Punkte definitiv. Genau. Also wenn du die Forststraße einmal hinter dir hast, landschaftlich echt ein Traum. Und es gibt eine zweite Variante auch, die haben wir auch schon mal gemacht, gibt es aber kein Video dazu. Die zweite Option war, wenn es über das Schücheck rauf geht, die Tour haben wir gemacht, könnt ihr oben nachschauen. Kann man auf der Hinterseite runterfahren, dann kommt man im Enzkar an und dann steigt man auch gleich wieder auf. Muss allerdings wieder über das Schücheck zurück und das sind insgesamt, glaube ich, 2100 Höhenmeter. Und jetzt haben wir 1450 oder so was am Dach. Von der Strecke her ist aber das sicherlich nicht viel kürzer gewesen. Ja, that's it. Aber wie gesagt, also wenn du Skifahren willst, ist die Option mit dem Schücheck gescheiter. Genau. Wenn es da nur ums Gehen geht, ist es wurscht. Ja. Ja, dann waren wir eigentlich eh schon am Ende. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, Daumen nach oben da lassen. Und wer das erste Mal dabei ist, nichts mehr verpassen will, Kanal abonnieren, Glocken aktivieren. Und Facebook, habt ihr vorher schon einen Infopost gehabt, schaut unbedingt da mal auf unserer Facebook- und Insta-Seite vorbei, da kriegt ihr schneller die ganzen Informationen. Genau. Yes. Waren wir's, oder? Waren wir's. Dann pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bergheil bleibt's geil. Genau. Der Zug hat noch nicht gepfiffen. Tut, tut.